Hey YouTube, willkommen bei Sayawat. Heute habe ich eine neue App-Review für euch und zwar Crazy Hedgy. Ein Spiel für iPhone und iPad und wie das läuft, zeige ich euch jetzt. Bevor wir jetzt aber mit dem Spiel gleich einsteigen, möchte ich erst noch den Gewinner von der letzten App, GreedCorp HD, bekannt geben. Und das ist 19 Audax. Also 19 AUDAX, findet ihr den Namen auch nochmal unten in der Beschreibungsbox. Diese App könnt ihr natürlich auch wieder gewinnen, wie üblich, einfach einen Kommentar unten hinterlassen. So, wollen wir uns die App mal anschauen? Los geht's. Das Ganze ist über Bewegungssteuerung und deswegen habe ich das jetzt hier auch so gestreamt, quasi das Bild. Gucken wir uns zuerst einmal die Optionen an. Viel gibt es nicht. Man kann sich die Musik und den Master Sound einstellen. Man kann die Sprache wechseln und das Game wieder zurückstellen. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Story-Modus. Ihr seht, es gibt super viele Level in diesem Story-Modus. Also das hier unten ist das erste. Und dann können wir hier diese ganze Reihe danach gehen, bis wir hier hinten ankommen. Also es gibt einiges, was man da spielen kann. Wir wählen jetzt mal hier oben das Level aus und drücken auf Start. Los geht's. Jetzt lädt das Ganze. Wie bereits schon erwähnt, läuft das über die Bewegungssteuerung des iPads oder des iPhones. Und das ist auch eigentlich alles schon, was ihr wissen müsst zu diesem Spiel. Ihr seht, ich kippe das iPad nach vorne oder nach hinten. Und so bewege ich mich auch. Ich drehe es zur Seite und los geht's. So, wollen wir uns mal, jetzt ist das verstellt. Mit Reset Tilt können wir das immer wieder neu kalibrieren. Schlagen wir erstmal die Box hier auf und haben den Helm gesichert. Jetzt kann uns nicht mehr viel passieren. Da dieser Helm eigentlich schon zu gut ist für dieses Level, durch verschiedene Upgrades, die man im Shop kaufen kann, kann man sich halt immer weiter verbessern und man muss das auch. Denn sonst hat man irgendwann keine Chance mehr. So, wollen wir den Helm wieder? Wenn ich jetzt hier... das war ungünstig. Okay, das war ungünstig. Ich kann verschiedene Schläge ausführen. Zum Beispiel einen Swipe nach oben. Haut den armen Käfer da aus den Latschen oder Pilz oder was das darstellen soll. Und wenn ein Swipe nach unten, damit kann ich Gegner oder auch Fässer oder Boxen fassen und wenn ich dann einmal drücke, werfe ich sie auch wieder weg. Ein Swipe zur Seite ist ein Schlag zur Seite, wie so ein Haken und ein ganz normaler Tap, da komme ich jetzt gleich zu. So, hüpfen wir hier eben über die Trampoline weiter, werfen wir das mal auf die Arme. Ein ganz normaler Tap ist ein einfacher Schlag. Seitenschlag und ein Schlag nach oben. So sieht das Ganze aus. Also ein Seitenschlag, ganz normaler Tap, das ist wie beim Boxen halt. So. Man kann verschiedene Sachen im Shop kaufen, komme ich auch gleich nochmal zu. Aber ich denke, ihr habt schon einen Eindruck gewonnen, wie dieses Spiel funktioniert. Die Steuerung ist erstaunlich gut. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt. Aber man kann wirklich viel machen. Wenn man auf der rechten Seite des Bildschirms drückt, dann springt man. Und wenn man zweimal drauf drückt, springt man noch höher, indem man seinen Kaugummi aufbläst. Mit dem Kaugummi kann man aber auch auf Gegner schießen. Ich demonstriere das mal, indem man unten auf das Kaugummi-Symbol drückt. Das dauert dann aber einige Zeit, bis man es wieder benutzen kann. Es gibt auch noch ein oder zwei andere Buttons da unten. In der Mitte der Button, der ist sowas wie ein Zaubertrank, von Asterix Obelix kennt man das ja. Und der rechte, das ist so ein Superschlag, womit alle Gegner, die im Umkreis sind, hochgeschleudert werden und meistens dann auch runterfallen, da die Spielfelder doch ziemlich begrenzt immer sind. So, jetzt starten wir hier nochmal neu. Und jetzt muss ich auch aufs iPad und kann nicht auf ein Spiel gucken, da das auf dem Display vom Rechner ein bisschen verzögert ist. So, bleiben wir mal hier stehen. Und durch geht's.
Ach, fast. Muss man wahrscheinlich in zwei Schritten durch. So, hepp, über die Falle rüber. Weiter geht's. Und hier bleiben wir stehen. Zurück und durch. So. Ach. Irgendwie läuft das gerade nicht so, aber ihr seht ja das Prinzip des Spiels. Und so, jetzt haben wir diesen Checkpoint erreicht. Zack, 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 hüpfen hier drüber. Dieses Hüpfen sieht zwar kompliziert aus, ist aber im Prinzip ganz einfach. Und jetzt haben wir hier auch das Ziel des Levels erreicht, wenn wir hier noch drauf kommen. So. Hier seht ihr 16.900 Diamanten habe ich dazu bekommen. Die könnte ich jetzt im Chip verwerten. Im Shop, nicht im Chip. Im Shop verwerten. Da gibt es verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Ich habe alles mittlerweile schon zur höchsten Stufe ausgerüstet. Da ich mit dem Spiel auch so weit durch bin. Und wenn wir uns hier das letzte Level angucken, das ist zwar rot, das liegt aber daran, dass man im Moment noch nicht weiter kann. Die Geschichte ist da noch nicht zu Ende an der Stelle, sondern man kommt in einen neuen Bereich. Und ja, ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen, aber ist ganz interessant, was sie da am Ende nochmal gemacht haben, um einen bei Laune zu lassen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Update oder einen zweiten Teil, wenn es dann weitergeht. Gehen wir nochmal zurück, denn es gibt noch einen Arena-Modus. Auch hier gibt es erst eine Arena, die frei ist. Aber auch das macht schon richtig viel Spaß. Ihr seht, ich habe bisher Runde 46 erreicht. Und auch hier werden die Upgrades, die man für die Story schon gekauft hat, weiterverwendet. Und ihr seht, hier sind schon richtig viele Gegner auch im Einsatz. Ganz witzig sind auch so kleine Effekte, wie zum Beispiel, dass die Pilze blaue Augen bekommen oder wenn man die voreinander oder gegeneinander schubst oder schlägt. Ja. Gucken, ob ich das hinkriege. Sieht schlecht aus. Oder wenn man die in diese Fallen zum Beispiel auch schlägt, dass sie dann auch Schaden abbekommen und meistens sogar dann kaputt gehen. Runde 47. So, die mit den Hämmern sind auch schon wieder etwas schwieriger. Und ihr seht, die können sich auch gegenseitig treffen. Das heißt, wenn man sie so provoziert, dass sie anfangen auszuholen, dann treffen die auch ihre eigenen Leute und verfügen denen Schaden zu. Und das muss man im Prinzip auch machen, weil man nicht alles so erledigen kann. Aber wir haben ja noch unser Kaugummi. Nehmen wir das mal. Kriegen wir auch ein paar der Leute kaputt. Und jetzt nehmen wir nochmal diesen Superhandschuh. Na, da hat er uns vorher erwischt. Ups, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Aber ihr kriegt einen Eindruck. Mehr will ich ja gar nicht. So, ich hoffe, die App gefällt euch. Wie gesagt, auch diese App könnt ihr wieder gewinnen. Einfach einen Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.